Heute begrüße ich Herrn Jochen Schumacher, Geschäftsführer der Perfect Production GmbH und Herrn Dr. Tommy Kuhn, Bereichsvorstand Operations des Weiterbildungsexperten Integrata AG. Herr Schumacher, warum ist der Zertifizierungslehrgang MES-Experte gerade heute, also in Zeiten von Industrie 4.0, von so großer Bedeutung? Ja, in der modernen Produktion, das sind praktisch transparente und reaktionsfähige Abläufe unverzichtbar und auch die wirtschaftliche Produktion ist unverzichtbar. Viel kann man dabei mit Lean Production Methoden erreichen, mit diesen klassischen Methoden, aber große Potenziale lassen sich mit MES, mit Manufacturing Execution Systemen auch erschließen. Sie können sich das so vorstellen, die MES als eine Zwischenschicht zwischen den ERP-Systemen, die praktisch alle Unternehmen haben, und dem Produktionsprozess. Sie können mit diesen Systemen viele manuelle, oft papiergestützte Abläufe dann digital viel effizienter betreiben als bisher, zum Beispiel das Feinplanen der Produktion oder den Fertigungsauftrag an die Maschine bringen. Das Problem in diesem Bereich ist, dass die Unternehmen viel zu wenig IT-Know-how haben, um selbst jetzt diese MES-Strategie zu entwickeln. Und hier setzt das Training jetzt mit den Weiterbildungsexperten der Integrata an, die uns da gut unterstützen. Herr Dr. Kuhn, welchen Beitrag leistet die Integrata für dieses Training? MES schafft auf der einen Seite Effizienz und Transparenz. Auf der anderen Seite ist es eine Grundvoraussetzung, wenn Unternehmen darüber nachdenken, sich mehr in Richtung Industrie 4.0 zu bewegen. Insofern hat dieses Thema so eine fundamentale Bedeutung, dass es unsere Auffassung ist, dass Kompetenz in Sachen MES in das Unternehmen transportiert werden muss. Es ist nicht vollständig von außen zu beziehen. Es ist notwendig, dass diese Kompetenz im Unternehmen ist. Und hier setzen wir an mit etwas, das wir im Markt geschaffen haben, das im Moment einzigartig ist, indem wir nämlich ein Ausbildungsprogramm, ein Weiterbildungsprogramm aufgelegt haben, die Ausbildung zum MES-Experten. Und das Besondere an diesem Programm ist, dass wir hier nicht über MES-Systeme der Hersteller A, B oder C sprechen, sondern in diesem Programm wirklich herstellerunabhängig, neutral Kompetenz zu dem Thema MES in die Unternehmen transportieren und damit die Möglichkeit schaffen, dort die sehr spezifische Kompetenz über die Fertigungsprozesse, denn jedes Fertigungsunternehmen ist ein bisschen anders, tickt anders, letzten Endes zu kombinieren mit der MES-Kompetenz und da im Endeffekt dann auch eine nutzenstiftende Lösung im Sinne eines MES-Systems dann auch zu etablieren. Nach was fragen Fertigungsunternehmen heutzutage mit Blick auf eine effiziente Produktion? Unternehmen haben Bedarf an Beratern, die sie ganzheitlich unterstützen, das heißt in den Bereichen Lean Production und IT. Reine IT-Berater würden die vielleicht die komplexen Prozesse mit noch komplexerer IT dann unterstützen, wäre sicher nicht zielführend, wäre auch teuer. Es geht neben diesen fachlichen Themen aber auch dann darum, um organisatorische Themen in den Unternehmen. Und in jedem Fall geht es auch darum, diese Veränderungen im laufenden Betrieb praktisch in die Abläufe reinzubringen. Das Ganze muss dann zur Unternehmenskultur passen. Das heißt, wir müssen da unternehmensspezifische Lösungen entwickeln, die ganz genau zugeschnitten sind auf das Unternehmen. Ja, bei uns als Weiterbildungsunternehmen können wir im Prinzip die Anforderungen, die von den Kunden an uns herangetragen werden, in zwei Blöcke unterteilen. Das eine hat mit Fachlichkeit und Kompetenz zu tun. Das sind natürlich technologisch orientierte Themen, allen voran MES, aber auch weitere technologische Themen, IT-Themen, was man bei Industrie 4.0 ja als vertikale und horizontale Systemintegration bezeichnet. Das setzt sich fort in Themen des Managements, angefangen vom Produkt über das Prozess bis zum Projektmanagement. Und dann sind die Einführung solcher Systeme immer auch etwas, das sich nicht rein auf der technologischen Ebene abspielt. Das sind Veränderungen in der Arbeitsumgebung, in den Arbeitsprozessen, in natürlich auch, wie Sie gesagt haben, in der Unternehmenskultur. Und das bedeutet, dass wir hier immer in solche Maßnahmen auch Veränderungs- und Change-Management-Komponenten zu integrieren haben. Das ist der eine Block, was sich rum um das Thema Kompetenz dreht. Der zweite Block, für uns als Weiterbildungsunternehmen sehr, sehr spannend und herausfordernd, ist der Bereich der Methodik. Also wie führen wir letzten Endes solche Trainings durch? Bei MES geht es ganz konkret um Effizienz. Und es wäre paradox, wenn wir nun beginnen würden, Trainings durchzuführen zu MES, wo wir erklären, wie man mittels MES die Produktion effizienter gestaltet. Und um die Trainings durchzuführen, halten wir die Produktion an oder stören diese Produktion. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung und haben hier auch eine Lösung entwickelt, dass wir die gesamte Fachlichkeit der MES-Ausbildung in einzelne Module zunächst mal zerlegt haben und diese einzelnen Module wiederum abgebildet haben auf unterschiedliche Methoden. Das fängt an bei Präsenzveranstaltungen, über Coachings, über Workshops, über Virtual Classroom-Konzepte, über E-Learning-Konzepte. Und so haben wir einen vollgepackten
Koffer mit Einzelbausteinen, mit Methoden, mit Fachlichkeit, mit modularisierter Fachlichkeit. Und damit sind wir eben in der Lage, für jedes Fertigungsunternehmen, und jedes Fertigungsunternehmen ist anders, deshalb müssen wir es für jedes Unternehmen anpassen, sehr, sehr schnell durch Rückgriff auf diese Einzelmodule ein passendes Ausbildungskonzept für das Unternehmen zusammenzustellen, das wir unterbrechungs- und störungsfrei in den Fertigungsbetrieb integrieren können. Was lernen die Teilnehmer des Zertifizierungslehrgangs MES-Expert denn konkret? Ja, wir haben ja gerade gehört, das Ganze ist modular aufgebaut. Da geht es jetzt zunächst mal darum, den Funktionsumfang zu vermitteln. Und das machen wir gemäß dieser VDI-Richtlinie 5600. Also da gibt es auch bereits Standards dazu. Im zweiten Schritt, das ist dann der MES-Nutzen, da geht es dann mehr um die Frage, wie können wir jetzt beispielsweise Zielgrößen wie Durchlaufzeit erreichen mit MES-Funktionalitäten, wie können wir die Maschinenproduktivität steigern oder die Qualität verbessern mit MES-Funktionalitäten. Der dritte Teil schließlich beschäftigt sich dann mit dem strategischen Einsatz von MES-Systemen im Unternehmen, das ist dann mehr so das Thema Shopfloor-Management-Einführung, Lean-Planning-Einführung, aber auch, wie schaffe ich mir die Basics praktisch für Industrie 4.0. Und wir behandeln in diesem letzten Teil auch noch Fragen zur Einführung von den MES-Systemen. Praktisch, wie komme ich zu meiner Bedarfsanalyse, wie mache ich dann die Lastenhefte und wie erfolgt dieser MES-Anbieter-Auswahlprozess. Und damit ist es eigentlich ein schönes rundes Paket. Ja, und wir führen hier nicht nur eine Ausbildung durch, sondern letzten Endes ist das Ganze eingebettet in einen Zertifizierungslehrgang. Das Ganze schließt mit einer Prüfung ab und somit geben wir dem Mitarbeiter eine nachweisbare Qualifikation in Form eines Zertifikats und dem Unternehmen, der Geschäftsleitung, letzten Endes die Sicherheit, dass das relevante Wissen, was notwendig ist, um bedarfsorientiert für das spezielle Unternehmen die Anforderungen an ein MES-System zu analysieren, Ausschreibungen durchzuführen und letzten Endes auch MES-Einführungsprojekte durchzuführen, dass dieses Wissen auch in adäquater Form vorhanden ist. In welchem Zusammenhang sehen Sie diesen Zertifizierungslehrgang und Industrie 4.0? Also die MES-Systeme, die sind eigentlich integraler Bestandteil sämtlicher Industrie 4.0-Konzepte, die wir jetzt in den letzten Forschungsprojekten gesehen haben. Also uns ist wirklich kein Modell bekannt, wo nicht MES eine zentrale Rolle hätte da für diese horizontale und vertikale Integration. Man kann sich so vorstellen, wir brauchen im Unternehmen eine Schicht, wo praktisch diese ganzen vielfältigen Informationen zusammenlaufen und auch ausgewertet werden. Und das werden die MES in Zukunft wahrnehmen. Das ist praktisch jetzt schon in sämtlichen Forschungsprojekten erkennbar. Insofern kann man sagen, dass die Mitarbeiter durch diesen MES-Expertenkurs sich jetzt schon praktisch Know-how aufbauen für Industrie 4.0-Themen, um die eigene Industrie 4.0-Strategie entwickeln zu können und um da langsam einsteigen zu können ins Unternehmen. Wie kam es denn zur Kooperation MPDV, Perfect Production und Integrata? Ja, MPDV als marktführender MES-Anbieter und die Perfect Production so als dieser praxisnahe Umsetzungsberater. Wir haben schon früh erkannt, dass wir da praktisch Bedarf haben an einem Partner, der uns im Bereich dieser fachlichen, technologischen Ausbildung unterstützt. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch gesehen, in diesem ganzen Change-Prozess ist auch Bedarf an Mitarbeiterführung, an Themen wie Projektmanagement, Change-Management natürlich auch. Und haben da praktisch Integrata gefunden als den geeigneten Partner, weil die praktisch auch sämtliche Formen, Formate dieser Ausbildung beherrschen. Das heißt, in-house, wie auch öffentlich, national, international, hatten wir alles bei Integrata gefunden. Insofern ein ganz guter Partner. Ja, hier haben wir bei Integrata, wie Sie sagen, alle möglichen Methoden verfügbar, angefangen von Präsenz über Virtual-Konzepte bis hin zu E-Learning-Konzepten. Wir haben ein Methoden- und ein fachliches Spektrum, das von der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung bis zur Informationstechnologie reicht. Aber hier bieten wir nicht nur Einzelseminare, Einzelbildungsprodukte an. Wir fokussieren mehr und mehr auf etwas, was wir Exzellenzprogramme nennen. In diesen Exzellenzprogrammen, und da haben wir eine ganze Reihe davon, in diesen Exzellenzprogrammen greifen wir eine Themenstellung, eine ganz konkrete branchenspezifische, kundenspezifische Themenstellung auf und packen in ein Exzellenzprogramm all die Dinge zusammen aus dem Bereich Personal, Organisationsentwicklung und der Informationstechnologie, die der Kunde benötigt, um diese Problemstellung letzten Endes bei sich bearbeiten zu können. Und das tun wir natürlich auch für das Thema Industrie 4.0. Und diese Exzellenzprogramme, die haben alle eine Gemeinsamkeit. Sie sind konsequent aus der Kundensicht gedacht, aus der Kunden
Orientierung heraus entwickelt. Und das setzt natürlich voraus, wenn man ein Exzellenzprogramm Industrie 4.0 als Weiterbildungsunternehmen entwickeln möchte, dass man eine sehr genaue Kenntnis hat von den Unternehmen und deren Bedarfen und Problemstellungen, genauso aber auch wie den Märkten, in die diese Unternehmen eingebettet sind. Und hier stoßen wir natürlich als reines Weiterbildungsunternehmen zunächst mal an unsere Grenzen. Und deshalb holen wir uns bei all diesen Exzellenzprogrammen genau diese Kompetenz von Unternehmen außerhalb und sind hier letzten Endes auf die Firma MPDV und die Perfect Production gestoßen, die durch ihre Vielzahl an Beratungsprojekten und Kundenprojekten für uns wirklich eine repräsentative Darstellung liefert der Problemfälle, die wir tatsächlich in den Fertigungsbetrieben haben und mit denen wir gemeinsam ein solches Exzellenzprogramm aufstellen können und ein solches Exzellenzprogramm für Industrie 4.0 rund um das Thema auch MES als Kern letzten Endes entwickeln können. Wie steht denn die Integrata allgemein zu Industrie 4.0? Was uns in den nächsten Jahren noch mehr beschäftigen wird als in der Vergangenheit, ist das Thema digitale Transformation. Und Industrie 4.0 ist aus unserer Sicht nichts anderes als eine sehr spezifische Ausprägung des Themas digitale Transformation, nämlich die digitale Transformation in der Welt der Fertigung. Und wenn wir das zerlegen, dieses Wort digitale Transformation, das sind zwei Bereiche, es ist digital und es ist Transformation. Und das findet man auch exakt so wieder in der Definition von dem, was Industrie 4.0 ist. Es ist definiert an 5 Punkten. Die ersten 2 Punkte ist die vertikale und die horizontale Integration. Das ist genau das, was hier mit Digitalisierung letzten Endes gemeint ist. Der Punkt 3 und 4 sind dann Punkte, die sich beschäftigen mit Veränderungen im Produktlebenszyklus und Veränderungen in der Arbeitswelt. Das ist genau die Transformation, das Überführen von einem Bestehenden in sozusagen die neue Welt. Und da sind wir natürlich als Integrata, die hier beide Themenschwerpunkte verfolgt, Personal- und Organisationsentwicklung und Informationstechnologie, nahezu prädestiniert dafür, hier eben entsprechend gute Lösungen anzubieten. Ein fünfter Punkt, der noch ganz wichtig ist im Bereich Industrie 4.0, den man leicht vergisst, aber einer der wichtigsten Punkte ist das Thema IT-Security. Und dieses Thema ist für uns von so grundlegender Bedeutung und so wichtig, dass wir das nicht einfach nur in das Exzellenzprogramm Industrie 4.0 integriert haben, sondern ein komplett eigenständiges Exzellenzprogramm, ebenso wie bei Industrie 4.0 mit MPDV und Perfect Productions, auch dort mit einem Partnerunternehmen aus der Welt Security gebaut haben. Ein Programm, das ebenso modular in einzelne Medien zerlegt ist und wo man genauso wie bei dem Industrie 4.0 Programm eben auch hier sehr, sehr schnell und modular für den Kunden die Lösung der Wahl zusammenbauen kann. Ja, vielen Dank für das Interview. Genau. Danke. Wenn auch Sie sich für den Zertifizierungslehrgang MES-Expert interessieren oder sich anmelden wollen, besuchen Sie uns auf der Integrata-Webseite unter dem eingeblendeten Link. Dankeschön.